Hallo und herzlich willkommen bei Chrissylicious. Heute zeige ich euch, wie wir total leckere Zwetschgentaler herstellen können und die genauso aussehen wie vom Bäcker. Also bleibt dran! Und unverschämterweise muss ich ja zugeben, habe ich das Rezept ja schon längst auf meinem Blog für euch. Denn wir bereiten jetzt als erstes einmal Mamas süßen Hefeteig zu. Das war mein erstes Rezept, mit dem ich überhaupt meine Videos gestartet habe, meiner Mama zuliebe quasi. Und das restliche Rezept sind quasi die Heidelbeertaler. Die habe ich nämlich auch schon für euch gefilmt. Das war dann das zweite Video. Deswegen werde ich natürlich heute alles nur im Schnelldurchgang machen. Die zwei Videos habt ihr ja, wo ich ganz ausführlich alles erzählt habe. Was ich jetzt verändert habe, ist nur, dass ich das Ganze mit Dinkel zubereite. Ich habe das damals komplett mit Weizenmehl. Ihr könnt natürlich wieder Hälfte Dinkel, Hälfte Weizen machen oder nur Dinkel, so wie ich, Typ 630. Ja, und zu dem Anlass, dass draußen total herbstig geworden ist, darf natürlich eigentlich auch ein Pflaumenrezept auf meinem Blog dieses Jahr nicht fehlen. Letztes Jahr habe ich ja auch ein super leckeres Zwetschgentrümmel gemacht. Da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen, das schmeckt super lecker und geht wirklich immer. Und dieses Jahr habe ich jetzt hier ganz spezielle Pflaumen. Das sind hier, ich zeige sie euch mal. Ich habe die nämlich bereits schon entkernt. Die ganze Arbeit ist quasi schon getan. Die sind von außen grün und von innen gelb und sind innen drin super süß. Ich muss sagen, die finde ich sogar noch ein bisschen leckerer als die normalen Zwetschgen. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normale Zwetschgen, das habe ich auch mit normalen schon gemacht, Und was ich hier auch noch habe, sind diese runden Pflaumen. Die habe ich dann einmal halbiert und habe die einfach in dünne Streifen geschnitten. So kann man die dann oben drauf legen. Ja, ich würde sagen, wir starten. Ich zeige euch die Zutaten für den Hefeteig und dann starten wir gleich direkt los. Für den süßen Hefeteig benötigen wir 250 ml Milch, einen halben Löffel Hefe, ein Teelöffel Vanilleextrakt, 125 Gramm Zucker, ein Ei der Größe M, eine Prise Salz, 125 Gramm Butter, die jetzt hier schon mal bereits geschmolzen und 750 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Wie alle Hefeteige bereite ich den jetzt erstmal im Thermomix zu. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Küchengerät machen. Als erstes geben wir jetzt die Milch, Hefe, Zucker und Vanilleextrakt in den Mixtopf und lassen das Ganze für 4 Minuten 37 Grad Stufe 2 erwärmen. Und jetzt ergeben wir die restlichen Zutaten hinzu. Wichtig ist nur, dass wir das Mehl zuerst hinzugeben und dann die restlichen oben drauf und lassen das Ganze auf der Teigknetstufe kneten, so lange bis ihr seht, dass der Teig sich vom Rand löst. Gegebenenfalls gebt ihr dann einfach nochmal ein bisschen Mehl hinzu. Aber nicht allzu viel, den Rest erledigen wir dann einfach auf der Backmatte. Jetzt übermühen wir unsere Arbeitsfläche, geben den Teig drauf, formen den ganzen, also ich streue den dann auch nochmal mit ein bisschen Mehl und dann nehme ich einfach die Backmatte zur Hand und falte den erst einmal mit der Backmatte. Wenn er dann da noch klebt, könnt ihr den einfach mit dem Teigschaber so ein bisschen ablösen, wieder Mehl drauf, wieder kneten und wenn ihr dann das Gefühl habt, der Teig hat eine richtige Konsistenz, dann könnt ihr das Ganze nochmal mit den Händen machen, dann bleiben die Hände relativ sauber und ihr habt keine Teigfinger. Und dann geben wir das Ganze abgedeckt in unsere bemehlte Schüssel und lassen den einfach so lange aufgehen an einem warmen Ort, bis er sich verdoppelt hat. Die Zwischenzeit, die nutzen wir jetzt natürlich, indem wir dann schon mal den Thermomix sauber machen. Oh, also so sauber machen, dass wir dann schon mal die Streusel zubereiten können. Für die Streusel benötigen wir einmal 250 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, Vanilleextrakt und 75 Gramm Butter. Und im Thermomix geht das natürlich auch ganz einfach. Ihr gebt einfach nur alle Zutaten rein für 10 Sekunden auf Stufe 4 bis 5
Und wenn sich das Ganze nicht ganz so verbinden sollte, ist das nicht schlimm. Dann machen wir das einfach mit den Händen. Das könnt ihr dann einfach aus der Schüssel rausmachen und dann nochmal mit den Händen etwas verkneten. Wer keinen Thermomix hat, kann das Ganze natürlich auch sowieso mit den Händen machen. Wichtig ist nur, man sollte es nicht ganz so stark erwärmen. Deswegen ist das mit einem Küchengerät besser. Oder ihr nehmt die KitchenAid und nehmt dann einfach den Flachrührer. So, der Hefeteig, der sieht schon total super aus. Den teilen wir jetzt einfach nur den Strang, rollen wir zu einer Wurst, teilen den durch zwei, machen den Teig dann wieder abgedeckt in die Schüssel und dann portionieren wir den Teig einfach nur in 6 gleich große Teile. Da halbiere ich das Ganze einfach nochmal und mache dann 3 Stücke und nochmal 3 Stücke. Wer es ganz genau haben will, der, oder wenn es wirklich ganz genau aussehen soll wie vom Bäcker, wobei wenn man sich daran hält, geht es, der wiegt einfach den Teig ab und teilt ihn dann einfach. So habt ihr dann wirklich ganz genau gleich große Stücke. Und jetzt rollen wir den Teig einfach nur schön gleichmäßig aus. Also entweder rollt ihr den jetzt mit dem Teigroller aus oder ihr macht so wie ich einfach mit den Händen. Dafür lasse ich einfach nehme ich die Kugel, drücke sie dann platt und drücke dann quasi immer mit den Händen so ein bisschen von außen nach innen, damit wir außen so einen ganz kleinen Rand entsteht. Und jetzt verteilen wir eigentlich nur noch die Zwetschgen schön oben drauf, geben dann die Streusel drüber. Dann tun wir das Ganze direkt auf unser Backblech. Da benutze ich jetzt die runde Stoma, die finde ich einfach nur wunderschön, unser rundes Backblech. Ihr könnt aber genauso auch den James oder ein anderes Backblech benutzen. Dann benutzt auf jeden Fall Backpapier, damit nichts kleben bleibt. Wenn ihr eure Stoneware noch keine Patina hat, dann fettet ihr die auch einfach ein und bemehlt die oder bemehlt die nur. Manchmal reicht das dann auch schon aus. Gebt dann die Hefeteilchen drauf und dann kommen die in den vorgeheizten Backofen für etwa 15 bis 20 Minuten. Die sollten außen goldbraun sein. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, was ich fast vergessen habe, außen den Hefeteilchenrand, den bestreichen wir dann einfach noch mit ein bisschen Milch. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder von mir. So ein leckeres Rezept für euch. Also wir genießen die jetzt gleich. Ihr könnt natürlich auch so ein paar verteilen. Da freut sich jeder drüber, wenn er passend zur Zwetschgensaison nochmal leckere Zwetschgenteilchen kriegt. Ich lasse den Rest gleich nochmal auch abkühlen und werde die dann, wie gesagt, einfrieren. Und so kann man sich dann die, wenn man spontan Besuch kriegt, einfach rausholen und genießen. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr die aufwärmt, dann lasst ihr die einfach kurz auftauen. Wichtig, dass ihr die einzeln übereinander legt, also nicht, dass die gequetscht aufeinander sind. Und wenn ihr die dann nochmal ganz kurz auf den Toaster gibt, also quasi den mit diesem Abstand, wo man auch die Brötchen oben drauf tun kann, dann nochmal kurz toastet, dann schmecken die wirklich wie frisch gebacken. Super lecker, sag ich euch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Das Rezept in voller Länge habe ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie mein Shop von Pamperchef. Da könnt ihr alle Teilchen oder alle Helferlines, die ich benutzt habe, googeln und schauen. Und wenn ihr wollt, einfach was bestellen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.